So, nochmal ein recht herzliches Hallo zu meinem zweiten Video-Tutorial und zwar zum Thema Photoshop und Brushes, wie ich Brushes erstelle, nicht im herkömmlichen Sinne, sondern Brushes zum Beschriften und Kategorisieren für die eigentlichen Pinsel. Was für ein Wortspiel. Dazu gibt es auch schon einen vorigen Beitrag, wie man das Ganze dann lädt. Hier nochmal kurz gezeigt. Und zwar starten wir ein neues Projekt mit 300x300 Pixeln. Das reicht völlig aus. Farbe sollte auf jeden Fall hinterlegt sein, sonst können wir danach nicht auswählen. So, dann gehen wir auf das Textwerkzeug. Da habe ich für mich, das kann sich jeder selber entscheiden, Arial Bold entschieden, dass es schön dick und fett ist, in 42 Punkten Auflösung. Dann sollte man einfach nur noch in dieses leere Feld klicken. Jetzt machen wir das Wort Glas mal, also ein C. Gehen dann auf die Ebene, Rechtsklick, wählen dort Pixel auswählen aus. Dann ist hier das Ganze erstmal ausgewählt. Und dann der nächste Schritt wäre, wir gehen hier auf Pinselvorgabe festlegen. Und dort machen wir jetzt einfach für C das C. Dann müssen wir mit Command D die Auswahl hier aufheben. Entweder können wir jetzt die Blenden mal die Ebene hier aus. Wir können es aber auch drin lassen. Das wäre jetzt egal. Das ist jetzt nur einfach, dass es besser aussieht und besser mal sehen kann, was passiert. Das gleiche machen wir dann mit einem L. Da gehen wir dann auch wieder auf Pixel auswählen drauf. Vorgabe festlegen. Nicht ein K, sondern ein L. Wieder Command D. Dann machen wir jetzt einfach mal zum Beispiel das A. Lassen den anderen Buchstaben mal stehen, damit man sieht, dass es auch so geht. Macht wieder ein Festlegen mit einem A. Dann blenden wir uns die gerade mal aus. Jetzt haben wir hier noch den Stehen. Dann blenden wir uns das wieder mit Command D aus. Alternativ kann man es auch hier über Auswahl aufheben, anklicken oder man könnte auch einfach hier irgendwo hingehen, aber Command D ist einfach die einfache und schnellere Variante. So, dann machen wir nochmal ein S. Machen auch wieder wegsägen. Schreiben uns da wieder ein S rein. Ja. Dann blenden wir uns das wieder aus. Command D. Und jetzt mal hier, machen wir jetzt mal mit Absicht einen Fehler. Wir haben es in Weiß, was ich ja vorhin schon gesagt habe, wegen Farbe festlegen. Das ist schon enorm wichtig. Versuchen wir jetzt nochmal hier ein S zu erstellen. Ups, Entschuldigung, das war ein D. Ein S. Machen den gleichen Schritt wieder. Ups. Machen den gleichen Schritt wieder. Legen das als Pinselvorgabe fest. Jetzt kommt hier die Fehlermeldung. Pinselvorgabe festlegen konnte nicht verwendet werden, weil ausgewählte Bereich ist leer. Also Farbe Weiß kennt er nicht. Ja. Farbe Weiß funktioniert nicht. Also, dann das gleiche nochmal. Ups, jetzt hat er. Ja. Naja, dann machen wir was anderes. Zack. Kann man natürlich auch machen. Blendet die Ebene wieder ein. Auswählen. Und mit einem S festlegen. Finde ich einfacher, als wenn man dann im Endeffekt, man könnte jetzt auch den anderen Weg gehen, wenn jetzt Buchstaben doppelt hat und lädt die dann im Endeffekt nahe rein, aber ich habe lieber den Weg gewählt und es geht dann einfach deutlich schneller und praktischer. Und wenn wir jetzt mal hier dann in unsere Pinselspitzen reingehen, haben wir dann das Wort Glas drin. So, das war's dann auch schon. Danke und auf Wiederhören. Bis bald.